Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Browser-Game, das nennt sich My Free Farm. Und das stelle ich euch jetzt vor. Also ich mache nach jedem Level mache ich dann ein kleines Video darüber, was man so bekommen hat, dies, das. So, fangen wir erstmal an. Also die ersten Level habe ich jetzt nicht verfilmt, weil ich jetzt auch erst auf die Idee kam, vielleicht auch mal ein Browser-Game zu machen. So, und wenn ihr mich finden wollt, ich bin auf den Server 1, heiße Babylon 779 hier, bin jetzt Kolbenknacker, Level 6. Das Schwein zeigt uns immer an, wie viele Punkte wir noch brauchen, aber steht hier auch alles. Das ist mein Inventar. Ich habe mir ein paar Coins gegönnt und habe sie dann verkauft und die sind nach 5 Minuten auch weggegangen. Somit konnte ich mir dann den Acker und den Acker leisten. Den habe ich mir so freigespielt und den auch und den auch. So, ich habe jetzt aber auch schon 5 Hühner drinne. Ich kann keine Hühner mehr reinpacken jetzt. Ich kann diese Acker kann ich noch erweitern, dafür brauche ich aber Level 15. Ja. Dann haben wir eigentlich einen Hund, der gönnt uns für eine Farm halt 10 Minuten Geschwindigkeit oder so. Also etwas Geschwindigkeit. Also ist so circa 10 Minuten spart man dann ein. Ist nicht viel, aber da kann man jeden Tag einmal kostenlos machen. Dann haben wir hier den Goldesel Waltraut. Den habe ich mir auch gegönnt für 75 Cookies oder Coins. Der bringt jeden Tag ein kleines Geschenk, wenn man das abholt. Da sind so ein paar Gurken drin, Äpfel, dies, das, also sowas halt. Ich weiß nicht, ob er auch noch Geld macht, müssen wir dann mal gucken. Ja, und ich kann halt Erdbeeren, Gurken, Mais, Getreide, Karotten und Eier jetzt erst nur machen. Das andere kommt, wenn man Level aufsteigt. So, und hier haben wir noch das Bauernhaus, da habe ich noch nichts gemacht. Wir haben hier halt die Errungenschaften. Ja, eigentlich unwichtig. Also ich kann damit jetzt gerade nichts anfangen. Hier kann man noch eine Uhr machen, also die Uhr in die Wand kleben, ja. Alles klar. Der Papierkorb. Achso, da kann ich meine Produkte entsorgen. Das solltet ihr lieber besser nicht tun. Ziegenacker anzeigen. Nö. Nee. Ja, ich weiß nicht, wofür das hier gut sein soll. Muss ich nochmal rauskriegen. Ja, und hier können wir die ganzen Farmies sehen. Die ganzen Farmer, die halt zu uns kommen. So kleine Bots. Die wollen dann halt dies, das haben. Und ihr kriegt dafür Geld. Und ja, ist eine ganz nette Sache. Was noch viel netter ist, ist diese Karte. Vor ein paar Jahren habe ich hier aktiv mal gespielt. Da gab es nur so zwei Farmen. Ne, eine nur. Und da gab es nur das Dorf zum Hinfahren und so. Jetzt hat sich aber was verändert und ich spiele das jetzt ab und zu mal. Jeden Tag. Gerade. Ich habe ja Zeit. Also ich kann hier noch nicht so viel machen. Das hier wird mit Level 8 freigeschaltet. Ich bin erst 6, das dauert also noch ein bisschen. Das hatte ich schon. Ja, genau, was die anderen Farmen so bringen, werden wir dann noch sehen, wenn es soweit ist. Jetzt fahren wir erstmal in die Stadt. Da gibt es auch nochmal ein paar Sachen. Ach ja, ihr könnt euch jetzt auch Premium-Accounts zulegen. 40 Coins für einen Monat. Muss man halt per echtes Geld zahlen. Wer arbeiten geht, kann sich das gut mal leisten. Ja. Hier haben wir noch den Marktplatz, der ist ganz wichtig. Kann man alles verkaufen, kaufen. Eigene Angebote. Ja.
Hier haben wir die Bushaltestelle, die ist aber erst ab Level 8 freigeschaltet. Der Baumarkt, da kann man sich so Tannenbäume, irgendwas, Bänke kaufen. Ist nicht so wichtig. Werbung weiß ich nicht, kann ich nicht, weil... Keine Ahnung, kommt nur ein schwarzes Fenster. Wettbewerbe, da wird jeden Tag ein Wettbewerb gemacht, da könnt ihr dann Gold, Silber oder Bronze, wenn ihr genug einzahlt, das ist, wer mehr einzahlt, der ist halt Sieger. Statistik kann man dann hier auch sehen, dann kann man hier, wo bin ich? Genau, ziemlich weit unten noch. Saatguthändler, da kauft ihr die erste Saat halt immer ein. Die ist halt günstiger als im Markt. Ja. Dann haben wir noch den Viehhändler. Da kann man sich ein paar Hühner mehr kaufen. Schafe. So. Sogar Kaninchen oder Hasen. Habe ich aber alles noch nicht. Nur die Hühner habe ich mir gekauft. Ach ja, und nach jedem Huhn, das man kauft, wird der Preis angezogen. Keine Ahnung, warum. Ja, das war auch das kleine Dorf hier. Es gibt ja noch andere Dörfer. Oh. Gehen wir mal zurück zu unserer Farm. Da ist sie. So, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und ciao.